FAQ: Warum du religiöse Organisationen meiden solltest und warum das Verlassen solcher Organisationen 100% biblisch ist. Ja, lass uns doch den Spaziergang fortsetzen von meinem letzten FAQ über meinen persönlichen Hintergrund von damals. Das letzte FAQ ist eine Art Einleitung zu diesem Video hier. Weil das Video aber so lange geworden ist, habe ich beschlossen, zwei FAQs daraus zu machen. Auf meinen eigenen religiösen Hintergrund von damals bin ich im letzten FAQ ausführlich eingegangen. Für alle, die das letzte FAQ ausgelassen haben, die kurze Zusammenfassung. Ich komme aus einer stolzen Familie mit generationsübergreifender Orgelbauertradition. So kam es auch, dass ich selbst 24 Jahre lang Kirchenorgel spielte. Nach meiner Bekehrung und Wiedergeburt in Jeschua im Jahr 2016 wurde ich in einer Freikirche zur Worshipleiterin erkoren und bekam eine eigene Band. Zu dieser Zeit war ich allerdings alles andere als glücklich, da ich sehr unter der Falschheit der beiden Denominationen litt. Ich wollte beide Gemeinden schnellstens verlassen. Doch ich traf auf extremen Widerstand seitens der Leute aus den Freikirchen. Und von diesem Widerstand berichte ich nachfolgend. Ich zeige euch auch ein religiöses Totschlagargument, mit welchem man mich damals konfrontierte. Auch zeige ich euch, wie man dieses Argument anhand der Heiligen Schrift souverän widerlegt. In den Freikirchen gibt es neben dem sonntäglichen Götzendienst auch Bibelkreise in kleineren Gruppen. Und falls jetzt hier zufälligerweise jemand zuhört, der aus einer Freikirche stammt, der wird hier sofort protestieren, wenn ich sage, sonntäglicher Götzendienst. Solche Leute aus diesen freien evangelischen Gemeinden, die sagen, ja, aber das heißt ja nur Sonntag und wir glauben an Gott und wir dienen Gott. Ach ja? Würden Sie Jehova dienen, dann würden Sie Jehovas Gebote halten, was Sie aber nachweislich nicht tun. Nun ja, auch ich war zu dieser Zeit einem Bibelkreis zugeteilt. Mittelpunkt ist aber eher ein ausgiebiges Essen als das Bibelstudium an sich. Ja, und das Essen ist auch oft einhergehend mit Schweinefleisch. Und an einem Abend im Bibelkreis klagte mich die Leiterin des Bibelkreises massiv und lautstark vor allen anderen an. Ihr Hauptproblem mit mir? Ich sei zu gesetzlich. Ja, sie erhob den Zeigefinger gegen mich. Nur aus Höflichkeit blieb ich damals sitzen, obwohl ich genau dann hätte aufstehen und gehen müssen. Wäre es heute, ich würde keine 2 Sekunden dort sitzen bleiben, sondern einfach aufstehen und gehen. Kurz darauf erklärte ich ihr allerdings, dass ich diesen Bibelkreis nie wieder besuchen würde. Und daraufhin drohte mir die Leiterin dieses Bibelkreises, damit zum Pastor zu gehen. In diesen sogenannten freien evangelischen Gemeinden ist nämlich sogar registriert, wie viele Bibelkreise es gibt innerhalb und wer sie besucht. Und es ist auch festgesetzt, wer sie leiten darf. So viel zum Thema freie evangelische Gemeinde. Ja, die Leiterin dieses Bibelkreises drohte mir, weil ich mich in ihren Augen ja angeblich unbiblisch verhalten würde. Schließlich steht ja geschrieben, die Gemeinde darf man nicht verlassen. Nachfolgend zeige ich euch, auf was für einen Bibelvers sie sich bezieht, aber im Gegensatz zu ihr lese ich euch nicht nur den einzelnen Vers, sondern die ganze Passage, Hebräer 10, Verse 23 bis 27. Lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung, ohne zu wanken, denn er ist treu, der die Verheißung gegeben hat. Und lasst uns aufeinander Acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen zur Liebe und zu guten Werken, indem wir unsere eigene Versammlung nicht verlassen, wie es einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen
und das umso mehr, als ihr den Tag herannahen seht. Denn wenn wir mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, so bleibt für die Sünden kein Opfer mehr übrig, sondern nur ein schreckliches Erwarten des Gerichts und ein Sonneseifer des Feuers, der die Widerspenstigen verzehren wird. Lasst uns das mal näher untersuchen. Und zwar Vers 24. Und lasst uns aufeinander Acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen zur Liebe und zu guten Werken. Gibt man denn in solchen sogenannten Gemeinden aufeinander Acht? Ja, insofern, dass man einander misstrauisch beäugt und darauf Acht gibt, dass man ihrer religiösen Meinung, ihrer religiösen Doktrin folgt. Sie leben eben nicht schriftgemäß und geben das selber auch zu. Und wenn jemand schriftgemäß leben will, dann wird er an den Pranger gestellt. Wir sind immer noch bei Vers 24. Nächste Frage an diese sogenannten Freikirchen. Wird denn in den Freikirchen zur Liebe und zu guten Werken angespornt? Liebe ist Wahrheit. Und sie hassen die Wahrheit und verdrehen das Wort Liebe, indem sie es in Zügellosigkeit verdrehen. In Liebe kann man auch seinem Bruder oder seiner Schwester auf etwas hinweisen, wo sie auf dem falschen Dampfer sind, zu dem Zweck, dass sie umkehren und Buße tun und dass sie dann wieder auf den richtigen Weg kommen und so eben nicht verloren gehen. Das ist aber in solchen Denominationen verboten. Ja, und gute Werke gemäß Schrift ist unter anderem Jehovas Gebote zu halten, und zwar aus Liebe zu Jehova und aus Liebe zum Nächsten. Ebenfalls verdrehen diese religiösen Leute aus ihren Denominationen die Verse 26 und 27 komplett in ihrem Sinn. Sie wollen es so hindrehen, dass man angeblich sündigt, wenn man ihre religiösen Veranstaltungen verlässt. Aber das ist hier überhaupt nicht gemeint. Diese religiösen Veranstaltungen lästern Jehova und treten Jehovas Wort mit Füßen. Und das geschieht teilweise trotz besserem Wissens. Das betrifft vor allem diejenigen, die Theologie studiert haben. Diese wissen eben sehr wohl, dass zum Beispiel Weihnachten und Ostern heidnische Gräuelfeste sind. Und diese halten die Leute, die ihre Gemeinden besuchen, ja auch eifrig davon ab, die Schrift selber zu lesen. Ja, und diese Leute, die in diese Gemeinden gehen, sagen alle von sich selbst, jeder Mensch ist ein Sünder und man könne nicht so leben, wie es geschrieben steht. Sie behaupten zu glauben, aber ihre Taten zeigen, dass sie es eben nicht tun. Und klar kann man nicht nach der Schrift leben, insofern man eben noch nicht wiedergeboren ist. Weiterhin wollen sie es so hindrehen, dass man angeblich widerspenstig sei, wenn man ihre religiösen Veranstaltungen verlässt. Doch auch das ist hier nicht gemeint. Widerspenstig sind die Hörer des Wortes, die sich nicht an die Schrift halten. Widerspenstig sind genau sie selbst, da sie Jehovas Gebote verwerfen und sie geben das auch offen zu. Und sie beschimpfen diejenigen, die Jehovas Gebote halten, respektive halten möchten. Eine rhetorische Frage an dieser Stelle. Inwiefern glaubt ihr also, haben diese religiösen Leute aus ihren Freikirchen überhaupt die Berechtigung, sich auf Hebräer 10, Vers 25 beziehen zu dürfen? Ich denke, das könnt ihr euch selber beantworten. Nachfolgend erfahrt ihr, wie die Heilige Schrift mir aus diesen beiden falschen Kirchen heraushalf. Unter Tränen und auf den Knien flehte ich Jehova um Weisheit an. Ich wusste damals nicht, was ich tun sollte. Und ich wollte es nicht falsch machen. Aber ich litt
und ich wollte an beiden Orten einfach nur so schnell wie möglich weg. Und der Widerstand aus meinem damaligen religiösen Umfeld war enorm groß. Die Leute aus den Freikirchen verhielten sich mir gegenüber äußerst seltsam. Immer wenn ich sie fragte, welche Sünde sie mir denn vorwerfen, dann schwiegen sie. Aber sie warfen mir vor, ich würde es nie lange irgendwo aushalten. Und weil sie zu feige waren, es mir direkt zu sagen, teilten sie mir durch die Blume obendrein mit mir stimme etwas nicht. Was sie mir allerdings direkt sagten, war, ich sei kalt und lieblos und vor allem sei ich gesetzlich. Ja, das war ihr größtes Problem mit mir, dass ich ihnen so gesetzlich war. Und ihr zweitgrößtes Problem mit mir war, dass ich Gott im Alltag zu erleben schien und sie eben nicht. Teilweise habe ich dann auch von ihnen gehört, dass sie darauf neidisch seien. Was mir noch gesagt wurde, war, ich solle nicht immer alles so negativ sehen. Und schlussendlich drohten sie mir, nämlich wenn ich die FEG verlassen würde, dann würde ich abfallen und sei in großer Gefahr. Und darauf folgten sie mit dem geheuchelten Satz, sie würden sich angeblich große Sorgen um mich machen. Als ob. Ich weiß noch damals, als ich dort drin steckte, da wusste ich nicht, was ich tun sollte. Ich wusste nicht, was richtig oder falsch ist. Und ich betete und flehte auf Knien, sehr, sehr intensiv. Nachfolgend zeige ich euch die Bibelstellen, die ich damals bekam, zur Zeit meiner größten Verzweiflung über die falschen Kirchen, in denen ich mich befand. Jeremia 51, Vers 9. Wir haben Babel heilen wollen, aber es ist nicht gesund geworden. Verlasst es und lasst uns jeder in sein Land ziehen, denn sein Gericht reicht bis zum Himmel und steigt bis zu den Wolken empor. Ja, in der Tat, ich wollte Babel heilen. Kann ich so sagen. Diesen Vers Jeremia 51, Vers 9 und den nächsten Vers Offenbarung 18, Vers 4 hielt ich meiner damaligen neoprophetischen Freundin unter die Nase und fragte sie, wie sie die beiden Verse denn rechtfertigen würde, die ich selber von Jehova gezeigt bekam, von meiner Frage, was ich tun soll, gehen oder bleiben. Ich sagte ihr damals auch, eine von uns beiden liegt falsch. Derselbe Gott kann nicht gleichzeitig dir etwas Gegenteiliges zeigen wie mir. Und ich hörte auf Jehova, meinen Gott, der mir eben diese Bibelverse gezeigt hat. Er zeigte mir nicht nur Jeremia 51, Vers 9, sondern Offenbarung 18, Vers 4. Und ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel, die sprach: Geht hinaus aus ihr, mein Volk, damit ihr nicht ihrer Sünden teilhaftig werdet und damit ihr nicht von ihren Plagen empfangt. In die gleiche Kerbe schlägt auch 2. Korinther 6, Vers 17. Darum geht hinaus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt nichts Unreines an, und ich will euch aufnehmen. Der Vollständigkeit halber sei gesagt, dass ich natürlich meinen Organistendienst so schnell wie ich konnte beendete. Und ich teilte auch meiner Familie mit, dass ich nie wieder Orgel spielen werde und auch keine Kirche mehr betrete. Es war mir auch egal, wie das ankam. Und natürlich verließ ich auch die FEG. Nachfolgend zeige ich euch, wie man mit Hilfe von gesundem Menschenverstand religiöse Argumente logisch und souverän widerlegt. Damals wurde mir von meiner sogenannten neoprophetischen Freundin aus der FEG gesagt, ich solle in den Kirchen bleiben. Gott hätte ihr gesagt, ich solle Licht sein und etwas bewirken in diesen längst kaputten Kirchen. Stellt euch vor, in einem Raum sind 81 Menschen, davon 80 Gesunde. Einer davon hat Tuberkulose. Frage:
sind die 80 gesunden Menschen in der Lage, den 81. Menschen mit ihrer Gesundheit anzustecken und ihn zu heilen? Oder sind nicht vielmehr die 80 Gesunden in Gefahr, mit Tuberkulose angesteckt zu werden? Stell dir etwas anderes vor. In einem Keller sind 100 Äpfel. Davon sind 2 faul. Die Äpfel liegen da dicht aneinander. Haben wohl die 98 Äpfel die Kraft, die 2 faulen Äpfel wieder heil zu machen? Alle, die gesunden Menschenverstand übrig haben, wissen, wie die Realität wirklich aussieht. Wenn wir die 2 faulen nicht aussortieren, dann hat man zum Schluss 100 faule Äpfel. Man muss nur lang genug warten. Alles andere ist realitätsfremd. Die Brautgemeinde Jeschuas. Ja, es ist biblisch, wenn du nicht in einer falschen Denomination bist. So steht es geschrieben und ich zeige dir, wo. Vor längerer Zeit hörte ich mal auf YouTube einen Prediger, ich weiß gar nicht mehr welcher das war, der sich wunderte, warum man zuschauen kann, dass eine Kirche nach der anderen abfallen würde. Das ist nicht ganz richtig, denn alle fleischlichen organisierten Kirchen sind bereits längst gefallen. Und das liegt an dem Sauerteig. Nur diejenigen, die Jehovas Gebote halten zu 100%, diese werden nicht zu Fall kommen. Und ich kenne keine Denomination, die Jehovas Gebote zu 100% einhält, denn überall ist Sauerteig mit drin. Dafür haben die Jesuiten gesorgt. Es gibt sowieso nur eine Brautgemeinde und diese stellt unser Hirte und Messias selber zusammen. Doch diese Brautgemeinde hat mit keiner Denomination irgendetwas zu tun. So, und nun zeige ich dir, wie du den Religiösen, wenn du möchtest, ein für allemal den Mund stopfen könntest. Ich tue das nicht, ich lasse sie einfach reden, weil sie es eh nicht verstehen. Aber mit diesen folgenden Bibelversen könntest du ihnen, wenn du wolltest, ein für allemal den Mund stopfen. Sie behaupten ja immer wieder, es sei nicht biblisch und man würde sich nicht biblisch verhalten, wenn man keine Gemeinde besuchen würde. Gäbe es eine echte, wahrhaftige Gemeinde, dann hätten sie recht. Aber eine solche habe ich zumindest in meinem Umfeld bisher nirgendwo gefunden. Ich lese dir jetzt Offenbarung 14, die Verse 1 bis 4. Und ich sah und siehe, das Lamm stand auf dem Berg Zion und mit ihm 144.000, die trugen den Namen seines Vaters auf ihren Stirnen geschrieben. Und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel, wie die Stimme vieler Wasser und wie die Stimme eines starken Donners. Und ich hörte die Stimme von Harfenspielern, die auf ihren Harfen spielten. Und sie sangen wie ein neues Lied vor dem Thron und vor den 4 lebendigen Wesen und den Ältesten, und niemand konnte das Lied lernen als nur die 144.000, die erkauft worden sind von der Erde. Diese sind es, die sich mit Frauen nicht befleckt haben, denn sie sind jungfräulich rein. Diese sind es, die dem Lamm nachfolgen, wohin es auch geht. Diese sind aus den Menschen erkauft worden als Erstlinge für Jehova und das Lamm. Und in ihrem Mund ist kein Betrug gefunden worden, denn sie sind unsträflich vor dem Thron Jehovas. Ich erkläre dir jetzt den Vers 4. Die Bibel redet an anderer Stelle immer wieder von der Hure Babylon und ihren Töchtern. Eine Hure ist eine Frau, und ihre Töchter sind ebenfalls Frauen. Das sind alles abgefallene Kirchen. Das Bild Frauen hier bezieht sich auf religiöse Denominationen jedweder Art. Die 144.000 hören nicht auf falsche Lehren, sondern folgen dem Lamm nach, und zwar wohin es auch geht. Und deswegen ist es eben richtig, diese falschen Denominationen zu verlassen. Es ist nicht unbiblisch, sondern biblisch.
Und somit könnte man den falschen religiösen Leuten endgültig den Mund stopfen. Wie gesagt, wenn man wollte. Aber lass uns doch mal hierüber reden. Über diesen Schwur. Und ja, ich habe es absichtlich falsch geschrieben. Vorab zur Klärung. Ich verwende anscheinend, wo ich nicht dabei war. Und angeblich, wo ich meine Zweifel habe. Die Jesuiten haben anscheinend geschworen, jede religiöse Denomination zu infiltrieren. Jede religiöse Denomination. Daran habe ich gar keinen Zweifel. Und dass es ihnen gelungen ist, sieht man an den vielen Irrlehren. Man sieht es auch daran, dass die Pastoren unbelehrbar sind und unbeirrbar an ihren falschen Doktrinen festhalten. Wusstet ihr, dass Jesuiten gar keine eigene Meinung haben dürfen? Der Sauerteig der Jesuiten hat jedwede religiöse Organisation durchsäuert. Sie haben anscheinend auch geschworen, jede Regierung zu infiltrieren. Auch daran habe ich gar keinen Zweifel, weil dies obendrein gut sichtbar ist. Lügen ist bei ihnen Standart und dient in ihren Augen einem höheren Zweck. Gemäß Bibel landen aber alle Lügner im Feuersee, dort, wo sie hingehören. Ja, und angeblich haben sie sich zum Ziel gesetzt, jeden Ketzer, Protestanten und Liberalen auszurotten und hier vor keine Mittel zurückzuschrecken. Naja, wie gut, dass ich weder Ketzer noch Protestant noch Liberale bin. Ironie off. Dass sie vor keine Mittel zurückschrecken, das haben wir ja auch bemerkt. Daran habe ich keinen Zweifel. Aber geht es ihnen wirklich nur darum, jeden Ketzer, Protestanten und Liberalen auszurotten? Diese Frage und auch noch einige andere Fragen bleiben mir jedenfalls offen. Zum Beispiel, bei denen ist ja alles so streng geheim, keiner darf etwas preisgeben, man sagt, immer wieder würden jesuitische Priester verschwinden und jesuitische Bücher würden verschwinden, ja, keiner darf drüber reden, alles ist streng geheim, und dann wollen die uns weismachen, dass jeder ohne weitere Anstrengung einfach so ihren Originalschwur öffentlich per Google-Mausklick finden kann? Dass der Schwur existiert, ist für mich keine Frage. Aber würden Sie wirklich zulassen, dass der Originalschwur per Mausklick einfach so gefunden werden kann, und zwar von jedermann? Oder ist es vielmehr das, was wir glauben sollen? Also die Täuschung hinter der x-ten Täuschung? Halte dir bitte bewusst, dass die Jesuiten geschworen haben, jede Denomination zu unterwandern. Und sie haben es längst geschafft. Du kannst diese Leute dort nicht retten, denn sie wollen nicht hören. Sie hassen die Wahrheit. Die Denominationen sind voller Sauerteig. Wenn du dort drinnen bleibst, dann reißen sie dich mit runter. Wenn du gehst, dann erlebst du geistiges Wachstum. Du entscheidest selbst. Es geht in Wahrheit darum, dass man den Glauben an Jeschua, unseren einzigen Messias, ausrotten will. Das andere ist dem Teufel egal. Aber darum geht es wirklich. Wusstest du eigentlich, dass ich genau in dieser FEG als Worship-Leiterin Redeverbot bekam? Ja, richtig gehört. Ich hatte als Worship-Leiterin Redeverbot. Und das wurde mir nicht mal offiziell gesagt, aber man hatte aus meiner Band eine Sprecherin auserkoren. Es war übrigens dieselbe, die mir auch das Rick Joyner Buch geschenkt hatte. Zur Erinnerung, Rick Joyner bekennt sich zum Malteserorden, der eng mit den Jesuiten verbunden ist.
Ja, und diese auserkorene Sprecherin, die hat es mir damals wieder gesagt. Sie sagte mir, der Pastor hätte Angst davor, dass ich etwas sage, das die Leute zum Abfall bringen könnte. Zum Abfall von was? Von seinen Freimaurerlügen? Die gleichen, die mir Redeverbot erteilten, wollten mich dort aber festhalten, dass ich nicht abfalle. Dämmert dir was? Wie kann ich denn gleichzeitig Leute durch mein Reden in der Gemeinde zum Abfall bringen und muss gleichzeitig vor dem Abfall von ihnen bewahrt werden? Glauben die eigentlich ihre Lügen selber? Es ist genau so gekommen, wie es geschrieben steht. Ich lese jetzt aus Apostelgeschichte Kapitel 20, die Verse 28 bis 30. So habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch zu Aufsehern gesetzt hat, um die Gemeinde Jehovas zu hüten, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Denn das weiß ich, dass nach meinem Abschied räuberische Wölfe zu euch hineinkommen werden, die die Herde nicht schonen. Und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen in ihre Gefolgschaft. Du entscheidest selber auch, was du glaubst und wem du glaubst. Du entscheidest selber, ob du etwas selber nachprüfen willst oder ob du Menschen nachlaufen und ihnen nachreden möchtest. Wenn du aber in einer falschen Denomination bleibst, die nichts mehr mit der unverfälschten Heiligen Schrift zu tun hat, dann befindest du dich in größter Gefahr. Mach dir bewusst, wer diese ganzen sogenannten Kirchen und Denominationen längst unterwandert hat.